Hallo Welt, ja, da sind wir wieder auf dem Weg zu unserem Camp. Ja, so sagt man. So sag ich auch. Auf zu... Oh, Entschuldigung. Auf zu unserem Camp heißt das. Sind wir auf dem richtigen Weg? Nein, nicht ganz. Es müsste hier drüben irgendwo noch eine Straße geben. Ja, nach dem Erfolg im Vault 51, ich nenne es Erfolg, andere nennen es vielleicht Versagen, Versagen der Abenteuerlust, Erfolg der Vernunft, nenne ich es mal eben. Oh, da geht's aber richtig zur Sache, da mischen wir uns lieber nicht ein, wir haben nicht so gute Waffen und auch nicht sehr viel Munition für solche Abenteuer. Also halten wir uns mal lieber zurück. Obwohl ich ja schon neugierig bin, was da wohl so passiert. Ja, aber es bringt ja nichts. Jetzt sind wir schlauerweise aus dem Vault 51 raus. Das ging nicht, wenn da schon so ein... Also der Verbrannte, der war ja schon heftig für uns. Wir sind ja, eigentlich sind wir einmal gestorben. Ich weiß gar nicht, warum wir da noch weiterlaufen konnten. Wir lagen ja schon auf dem Boden und haben schon die Todespose von uns gegeben. War vielleicht jemand, der uns gerettet hat? Also ich hätte es sehr gerne ausprobiert, aber wir hatten so wenig, wir haben so wenig Munition im Gepäck. Und überhaupt wundere ich mich, wir haben sowieso, auch in der Kiste haben wir extrem wenig Munition. Also bei einem Titel wie Fallout 76 hätte ich mir gedacht, dass wir Munition ohne Ende in der Kiste haben. Haben wir aber nicht. Ich habe das vor ein paar Folgen schon mal gesagt und... Ja, die ging ab. Ich habe es schon mal so angedeutet oder nebenher so irgendwie schon mal gesagt. Ich habe das Gefühl, dass einfach zu viel los ist. Überall. Ja, genau. Erstmal nachladen die Kamera. Also, man läuft ja keine 5 Minuten mehr, ohne dass irgendwie was richtig Krasses passiert. Irgendwie, dass man Leute trifft. Überall sind auf einmal Menschen und Verbrannte haben wir jetzt in den letzten Folgen gar nicht gesehen. Ja gut, keine Kunst, wir sind nicht viel rumgelaufen. Ein bisschen aber schon. Das ist ja gut, viele Leute mögen das ja, aber irgendwie ist das doch nicht Fallout. Fallout war doch dass man immer dieses bedrückende Gefühl der Einsamkeit hatte. Dass man immer, irgendwie ist da gar nichts. Immer das Gefühl hatte, es ist überhaupt nichts da. Man läuft und es ist alles eine Einöde, ein Ödland. Und jetzt hat man das Gefühl, dass Party an jeder Ecke ist. Also ich zumindest. Das fühlt sich jetzt irgendwie ein bisschen fremd an für mich. Wie ein Fremder in einem fremden Land fühle ich mich. Supermutant, Freund oder Feind?
Das hat er gemerkt. Der letzte, den haben wir da mit einer Impro-Pistole beschossen. Der ist einfach weitergelaufen. Der hat das gar nicht mal gemerkt. Du. Wer ich? Wow. Verdorbenes Fleisch hat hier jemand hingeschmissen, das waren wir nicht. Na, alles noch an seinem Platz. Naja, die Kröte hier ist auch so ein bisschen verschoben. Die war doch mal mehr in der Mitte. Ich wusste gar nicht, dass wir überhaupt sowas hier reingelegt hatten. Also ich habe keine Nachricht bekommen. Ich habe gesehen, dass jemand bei uns im Camp war. Aber ich habe keine Nachricht bekommen, dass irgendwer irgendetwas gekauft hätte oder so. Hätte ruhig mal die Brombeeren reparieren können, aber wir haben immer noch keine wilden Brombeeren oder so etwas. Wir sind ja auch aus einem anderen Grund hierher gekommen. Wenn wir einen Eingang bauen, dann bin ich dafür, dass wir den hier hinten irgendwo hinsetzen, oder? So ein bisschen versteckt. Sind wir außerhalb des Baubereichs? Es stehen Maispflanzen hier. Ah, jetzt sind wir innerhalb des Baubereichs. Ja, doch. Wir sollten jetzt bauen können. Genau, etwas Neues. Aha. Volt Unterkunft, Versorgungsraum, Eingang. Aber warum geht das auf? Na, ich denke so rum. Na, wo können wir das dann schön hinstellen jetzt? So, und jetzt gucken wir mal, was diese Unterkunft kann. Ob das überhaupt irgendwas kann. Das erste Mal in unserer eigenen Unterkunft.
So sieht's aus. Sehen die wohl alle gleich aus? Es tröpfelt rein. Das ist ja wieder schön gemacht, so detailgetreu und so, mit den Schildern da dran und... Ja, das hat was. Na, wie haben sie das gemacht? Ein Papierschild da dran, irgendwie. Mit Danga drauf. Und wohin das führt? Strom wahrscheinlich. Konsole für Unterkunftssteuerung. Einige Bauregeln in Unterkünften gelten, Unterkünften nicht gelten. Da einige Bauregeln in Unterkünften nicht gelten, bist du freier. Um die Regeln zum Einrasten von Werkstattobjekten in Unterkünften umzuschalten, drücke R, während du dich in deiner Unterkunft befindest. R einrasten, ein, aus, ein. Haben wir hier Strom irgendwo? Schwer zu sagen. Also wir werden jetzt keine große Baufolge machen. Ich wollte nur mal gucken, ob und wie das funktioniert. Oh, schade. So, verwertet. Stühle. Ja, okay. Ein bisschen Musik muss sein. Gleich neben dem Bett irgendwie. Wir hatten eine Tuba. Oder Kontrabass. Wo haben wir das denn her?
das reicht. Oder? Vielleicht noch so einen mit Lehnen. Ja. Vielleicht noch so einen normalen Stuhl. Oh nein. Weg damit. Ja, Lagerkisten vielleicht. Hatten wir den Tresor? Wo war da gerade? Nein, da haben wir den Bauplan noch nicht. Aber den Bodentresor haben wir schon. Ja, dann kommt die übliche Kiste vielleicht am besten hervor. Okay, funktioniert das Bett? Ja, dann bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.